Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Wir sind gerade dabei, ein bisschen die Gegend zu erkunden. Ich weiß gar nicht, ob wir hier schon mal drin waren. Um dann die letzten Schätze zu finden, weil die sind wirklich so kryptisch, dass wir jetzt erstmal auf Erkundungstour gehen. Alles klar? Du lebst auf jeden Fall. Wie ist das extrem still? Alles klar, nehme ich. Weiß nicht, ob ich die brauche. Eher nicht. Wir nehmen einfach mal nur den Kern mit. Noch ein bisschen das Zeug. Oh, hier ist der Baseballschläger dazu. Alles bereitgelegt. Wenn man den Stachelmod ausrüsten kann. Apropos, ich habe nicht geguckt wegen den, Stufen geguckt, aber mir wurde gesagt, wenn ich den Waffenspieler habe, gehen sie ja langsamer kaputt, ne? Schusswaffen, ja, sehr schön. Na, behalten wir den drin. Wieso sind hier einige tot? Also wirklich ganz seltsam, weil hier waren zwei tot und zwei waren hier noch lebendig. Das ganz, ganz seltsam. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Wir gehen einfach mal die Strecke hier weiter. Gibt es anscheinend nicht so viel zu sehen. Bin erstmal froh, dass wir ein bisschen Free Stuff bekommen haben. Lebt hier noch einer von euch? Das ist ganz seltsam. Mais. Wir werden auch probieren, ob wir die Sachen einlagern können und dann sind sie wieder repariert. Es wurde mir gesagt, ich soll das mal machen. Also werde ich es mal machen. Gucken wir mal. Aber erst sind wir jetzt hier noch beschäftigt. Irgendwo hier im Wald ist ein gigantischer Riss und den müssen wir finden. Mir ist schon klar, dass ich höchstwahrscheinlich hier falsch bin und eher dahin gehen soll, wo der See ist wahrscheinlich. Und zwar die Waldschatzkarte 10. Ich glaube, das ist beim See, kurz vorm See. Aber wir werden sehen. Wir werden ja noch einiges erkunden. Ich habe dich gesehen, Junge. Und deine Freunde auch. Wie Ameisen. Weißt du, hast da einen getötet, alle laufen sehr einfach wirr durch die Gegend. Sehr schön. Huch, hier ist noch einer. Nee, wird verarscht. Okay, ich würde sagen, wir gehen zu den Gräbern da oben. Vielleicht gibt es da ein bisschen was zu graben. Ich weiß es nicht. Und dann, obwohl, wir sind viel näher da dran. Dann wir gehen mal hier hin, ne? Ganz gechillt. Ganz angenehm. Das habe ich gesehen. Irgendwas ist hier. Ein Retthirsch. Habe ich auch irgendwas mit Retthirsch? Ah, ich glaube, fotografiert habe ich den auch schon. Und abgeschossen auch. Die Kackbratze mit der Schrotflinte haben wir, glaube ich, ne? Brauchen wir nur noch den Injektor. Und den Injektor habe ich auch dabei. Das heißt, wenn wir eine Kackbratze sehen, ich habe keine Munition für den Injektor, oder? Doch, 16 Stück. Alles klar, gut. Dann, wenn wir eine Kackbratze sehen, ein bisschen anschießen, hoffen, dass er überlebt. Und dann Spaß mit dem Injektor haben. Guck mal, wie die jetzt schon aufstehen, die Schweine. Als ob die mich riechen können. Stink ich? Ich sollte mal wieder duschen. Aber ich bin ein Sniper. Ein kranker wilder Ghoul. Jetzt ist er tot. Ich habe die Krankheit geheilt. Ich bin ein Arzt im Ödland. Bauplan? Achso, jemand hat was gekauft. Ja. Ja, aber mein Zeug ist immer noch gratis. Abenteuer auf dem Ohio. Was für Abenteuer gibt's hier? Ich glaube, der kauft jetzt alles bei mir, um es zu verkaufen, aber ich will es einfach nur loswerden. Er hat nämlich gerade zwei Holztüren gekauft. Als Bauplan. Soll er machen, wenn er Spaß dran hat. Okay. Zeit für ein Foto. Zoom. Ach schön, ich liebe diese Momente und ich liebe diese Kamera. Die Kamera ist wirklich das Beste, was sie gemacht haben. Das feiere ich. So eine Kamera brauchst du in jedem Fallout-Spiel.
Denn was man alles sieht, diese Erinnerung, die will man auch irgendwie speichern. Und wie speichert man Erinnerungen? Mit Fotos. Sah gerade irgendwie seltsam aus. Leuchte ich auf der Seite? Ich glaube schon. Ich bin auch verstrahlt. Seh dich. Komm raus, spielen. Werkzeuge, cool. Eine Angel, die keiner braucht. Eine Waffenwerkbank. Boah, ich könnte eigentlich mal meinen Müll hier. So, zwei Öl. Hat sich voll gelohnt. Fischerhut. Wir brauchen noch eine Kochmütze. Leute, denkt dran. Eine Kochmütze. Wenn ich mal an einer Kochmütze vorbeilaufe, dann schreibt ruhig, Zero, du bist ein Idiot. Nicht schreiben, warum ich ein Idiot bin. Einfach nur, dass ich ein Idiot bin. So. Oh, oh. Lose Schrauben. Oh, hier ist aber nur eine Waffenwerkbank, ne? Ah. Und zwei Patronen, die ich nicht aufsammeln kann. Weil die benutzt sind. Achso, die Sohne. Es ist die Sohne, die mich blendet hier. Ja, irgendwie nach Abenteuer sieht es hier irgendwie nicht aus, oder? Schade eigentlich. Wäre cool, wenn man den fahren könnte und dann einfach mal so... Einfach mal hier so entlang fahren. Das Problem ist nur, dass es in Fallout noch nie Fahrzeuge gab. Weil sie es einfach nicht drauf haben. Man sieht das Intro, die Intro-Sequenz von Skyrim. So viele Glitches dabei. Wie fester schafft es nicht, Fahrzeuge in diese Engine reinzutun? Ja gut, was willst du hier auch groß rumfahren? Allerhöchstens rumfliegen. Und das hat auch keinen Sinn, weil du schnell reisen kannst, also. Irgendwo kann ich es ja nachvollziehen, dass sie es nicht machen. Weil wer eine Schnellreise hat, der braucht doch nicht fahren. Es sei denn, man hat einen Hardcore-Modus, wie in Fallout 4. Dann werden Fahrzeuge cool. Dass man irgendwie, keine Ahnung, dass man sicher ist, sicher vom Ödland. Also ich fühle mich immer sicher, wenn ich auf dem Fahrzeug bin, siehe Metro. Sag mal, kauf doch einfach alles, Mann! In Metro, als ich im Metro immer im Fahrzeug saß, ach, das war so göttlich. Kein Stress, alles wird überfahren, was auf dich zukommt. Naja. Hä? Ja, Sniper! Ich bin ein Sniper, Leute. Habt ihr es gesehen? Ich kann eine Fliege auf 100 Kilometer Entfernung abschießen. Ja, das waren 100 Kilometer. Ich hab's gemessen. So, gehen wir mal in die Kirche rein und dann gucken wir mal, was da so Schönes gibt. Ein bisschen enttäuschend, dass hier ein paar Fliegen sind. Aber gut. Oh, du bist keine Fliege. Du hast nichts gesehen. Sag mal. 360 No Scope. Okay. Warte, ich krieg das hin. 360 No Scope. Hä? Schießt! Oh Gott. 360 No Scope. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. 720 Grad. Ich krieg das hin. Mann! Bleib doch stehen. 360 No Scope. Ich habe mich vorher gedreht, das zählt immer noch als 360 No Scope. So. Den kennen wir doch irgendwoher. Das kommt mir bekannt vor. Wandklavier. Nein, ich will nicht spielen. Da wäre ein Zettel dran. Diese Musik passt auf jeden Fall total gut zur Kirche. Ich sollte... Habe ich da gerade die Munition weggeschoben? Mit meiner Hand? Ich sollte auf jeden Fall in der Kirche arbeiten. Sauberes Trinkglas. So.
Eine Sehenswürdigkeit muss fotografiert werden. Blut. Ist etwas geschehen? Das Haus blutet. Ich tippe mal drauf, dass das eine Opfergabe war. Ha! Souvenir. Es wäre jetzt übrigens sehr enttäuschend, wenn hier nichts zu finden ist. Ein Schlosshammer. Ja, gut, was heißt hier finden? Das ist, ich glaube, das ist auch so eine Sache, die man so vermisst. Und zwar fürs Erkunden belohnt werden. Weil es gab eigentlich immer wieder so... Na gut, das kannst du ja natürlich nicht reinmachen, so legendäre Waffen, die man finden konnte. Linkens Repetiergewehr und so ein Kram. Kannst du natürlich hier nicht machen. Also, das ist, geht nicht. Ne? Wir spielen hier irgendwo auch ein Spiel, wo es PvP-Möglichkeiten gibt und das wäre ja ein bisschen unfair. Aber ja, obwohl es gibt ja auch so legendäre Waffen, die man finden kann. Wenn sie es limitieren würden für nur eine Person, dann würde es doch funktionieren, oder? Weil irgendwie fehlt es so ein bisschen an Belohnung. Und wenn man mal ein Rätsel findet, ist es jetzt nicht wirklich ein Rätsel. Und dann, wie zum Beispiel in dieser komischen Mine, wo wir dieses Rätsel gefunden haben und es auch gelöst haben. Was haben wir da bekommen? Einen Scheiß haben wir bekommen. Die Kleidung, die wir tragen, haben wir bekommen. So sieht's aus. Naja. Was willst du machen? Naja, aber hier ist die Belohnung zum Beispiel, dass man hier sowas findet. Es ist schon ganz cool, ja, ist schon ganz cool. Aber da fehlt irgendwie eine Geschichte dahinter, finde ich. Vielleicht finden wir ja noch eine Geschichte. Irgendwie bezweifle ich das. Zum Beispiel hier, hier hat jemand gehaust. Wo ist hier die Geschichte davon? Es ist so wie, wenn ich zum Beispiel Minecraft spiele oder Sims. Ich baue immer das Haus, das Spiel, also das Spiel an sich ist das Haus. Und, aber die Geschichte dahinter sind die Möbel. Und die baue ich auch nicht, weil ich nie Bock drauf habe. Also ich verstehe Bethesda, warum die hier keine Geschichten drin haben. Ich würde es genauso machen. Ich hätte ein Spiel aufgebaut, aber alles da drin wäre leer und leblos. Brauchst du das noch? Ich glaube nicht, ne? Das war ein Polizist. Aber warum liegen hier Leichen überall rum? So, wo wollen wir jetzt hin? Gehen wir weiter ins Innere? Oh, was haben wir denn da? Eine fruchtbare Erde. Hier beim Airport. Hier war irgendwo so... Da, hier, das hier war das doch, oder? Hütte am See. Ja, genau. Und hier muss irgendwo diese komische Brücke sein. Wir reisen mal hier hin. Und dann gucken wir mal. Da muss irgendwo was sein. Smooth. So, der See. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zum See. Und da seht ihr das? Ey, da ist Wasser drin. Hey. Das war nicht der Plan. Ich dachte, hier wäre so ein fetter Abgrund. Gibt es irgendwas, was ich noch entdecken muss? Ah, da hinten. Gehen wir mal hinten hin zum Leuchtturm. Vielleicht haben wir ja so eine Art Aussichtsplattform. Das wäre ganz cool. Und wird mir helfen. Ich glaube, der hat einen Albtraum. Überall, wo ich bin, sind irgendwelche toten Viecher. Und du bist leider auch kein Wolf. Du bist leider ein Wolf. Fotografieren? Wieso bist du explodiert? Wieso?
Wieso? Wieso ist der explodiert? Hä? Warum? Eine spontane Selbstentzündung vom Tod? Ich weiß es nicht. Hä? Also ich habe noch keinen Hund mit einem Atomsprengsatz gesehen. Ist das vielleicht neu? Aber ich, nee, dann würde er ja nicht explodieren. Das war hundertprozentig eine Explosion. Leute, was haltet ihr davon? Schreibt es mir in die Kommentare. Was zur Hölle war das? Nur die einen Hund einfach so explodieren sehen. Vielleicht war er auch sauer auf mich, dass ich ihn abgeschossen habe und es vor Wut explodiert. Möglich ist es. Apropos möglich, wir müssen mal ein Auge darauf halten. Ich muss die Quest nochmal machen. Weil ich ja zu spät gekommen bin. Guck mal, der bist du immer noch da bei mir? Der ist immer noch. Achso, deswegen. Der kauft das ganze Zeug. Hat aus Versehen zwei Türen gekauft. Ich verstehe. Was ist das? Stürmen und Säubern. Klar, der ist neu bei Fallout und denkt sich, jo, hier gibt's gratis Zeug. Das kaufe ich mir. Also jetzt hängt er da 10 Stunden rum und keine Ahnung, was er da macht. Vielleicht macht er als Belohnung mein Gebäude kaputt. Aber ich glaube, das geht gar nicht im PvE, ne? Aussichtsplattform, ja! Nach dir habe ich gesucht, mein Freund. Ich höre dich. Oh, Klebeband. Oh mein Gott. Bester Ghoul aller Zeiten. Ich liebe dich. Ich werde dich nie vergessen. Der Klebeband-Ghoul. Ich liebe es ja, wie der Wind immer noch die Leichen so streichelt. Als wären sie sein Eigentum. Mein Schatz. So wirkt das immer. So, was haben wir denn hier? Nein. Ja, nein, ja, nein, 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 ja, nein, nein, ah! Wow, hat sich nicht gelohnt. Ein neuer Ort, Arctos Pharma. Mehr nicht? Und wo soll der sein? Ich sehe den ja nicht mal. PDF. Evita. Es müsste eigentlich ein graues Symbol sein, ne? Hey. Ach da. Arctos Pharma. Ja, dann werden wir da mal vorbeischauen, würde ich sagen, ne? Aber zuerst. Oh, guck mal, hier ist die Karte. So ähnlich. Doch, das ist die. Doch, doch, klar. Nur irgendwie ein bisschen größer. Ja, wo soll dieser komische Riss sein? Ich weiß, es gibt hier irgendwo einen. Und ich glaube, der war hier beim See. Ich würde sagen, wir schauen mal bei Arctos Pharma vorbei. Immerhin ist das, ich will nicht sagen, letzte Gebäude hier in diesem Gebiet, wo wir uns gerade befinden im Umkreis vom Leuchtturm. Aber es ist eins, was wir noch erreichen können. Und wir müssen in die Richtung. Jemand dreht sich 360 Grad und schon ist man in die richtige Richtung. Ja gut, 360 Grad. Ich rede nicht weiter. Nein, nein, es kann nur schlimmer werden. Sag mal, was leckt denn das hier so? Hat es nie. Ich habe nur eine Woche lang nicht gespielt. Nee, zwei Wochen. Und dann leckt das so komisch. Das ist bestimmt das Wetter hier. So, die Kirche ist aber nicht Arctos Pharma. Oder etwa doch? Ach nee, das gehört hier zur Stadt. Aber die Kirche ist ein bisschen auffällig. Findet ihr nicht? Lebst du da hinten? Hä, was? Ah, hier vorne auf jeden Fall. Ich hab dich gekennzeichnet. Ja, doch, der lebt. Ja, ich habe Stufe 1 fertig gemacht, Alter. Ich bin Profi. Also es gab hier anscheinend schon verschiedene Sekten, wie es aussieht, oder?
Das ist doch eine Mottenmann-Sekte. Erinnert so ein bisschen an Majora's Mask, oder? Und ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, hier gibt es keine Geschichte dazu. Eine Welt, die nie lebte. Schade eigentlich. Ja, vielleicht finden wir hier oben was. Oder vielleicht habe ich einfach nicht gründlich gesucht und keine Zettel gefunden. Ich weiß es nicht, kann auch sein. Oh, ist schon wieder eine Waffenwerkbank. Ach komm. Ich will eine Klamottenwerkstatt. Wie heißt das nochmal? Rüstwerkstatt, genau. Damit ich meine Taschen vervollständigen kann. Eine Pumpgun. Oh, ich nehme mal die Mentats mit. Oh Gott, diese Treppen. Injektor-Munition. Ja, super, die brauche ich. Okay, lass uns weitergehen. Da. In die Richtung. Ja, schade, dass es zu den Sekten... ja, natürlich gibt es ja zu der einen Sekte in dieser Mottenstadt gab es natürlich... eine seichte Story, sagen wir es mal. So eine seichte, die irgendwie sich im Sande verloren hat, weil da sonst nichts zu finden war, aber immerhin etwas. Da sind wir doch schon. Des Pharma-Gedöns. Sieht aus, als würden wir hier auf Roboter treffen. Ich tippe mal auf Roboter. Hallo? Geht das? Aha! Ich bin drin! Alles klar! Alter! Habe ich mich reingeschlichen in Actos Pharma. Fotorahmen Actos Pharma freigeschaltet. Okay, ich glaube, es wird Zeit hier. Ach, weißt du was? Der ganze Billigkram, den schlage ich jetzt zu Brei. Speichmunition. Actos Pharma hat ein Bärensymbol. Lauf doch nicht weg. So, ich würde sagen, wir suchen erstmal den Eingang. Oh, der ist ja hier. Perfekt. Und vom Eingang aus gucken wir uns mal das Ganze hier an. Das ist kein Eingang. Hm? Du bist ein Eingang. Ich sehe ziemlich viele Symbole auf der Karte. Nein, ich bin unbesiegt. Ich gebe nicht auf. Huch. Ich sehe meine Äuglein da. Was ist denn das? Ja, hallo? Ja, komm Mama zu mir. Muss ich du... Du kleiner Hacker, du ey. Hier werde ich jetzt ordentlich mal die Fresse polieren. Was soll der Scheiß, hä? Ja. Komm her, Mann. Ist er jetzt runtergesprungen? Jetzt verzieht euch, Mann. Ich will das Gebiet hier erkunden. Da ist auch eine Powerrüstung drin. Eine halbe. Okay. Ich glaube, wir brauchten Stufe 0. Egal. Stufe. Ah, das ist so schön hier. Ein Hacker-Ding. Ha! Geschafft. Beim zweiten Versuch, falls ihr es wissen wollt, möchtet. So. So, lasst mich hinein. Diesen Fusionskern nehme ich. Oh, Waffenwerkbank. So, du sahst aus wie eine Waffe. Cool. Ich liebe es, wie dieses Spiel mich verarscht. Rüstungswerk. Ah. Jetzt sind wir genau da, wo ich sein wollte. Zusätzliche Taschen. Da. Nee, du hast keine Taschen, ne? Du.
Ja, ich mach schon. Mann, ey. Hin und her getausche hier. Das geht einem auf den Sack. Versuchen die gerade von der Decke durch. Ach, egal. Sollen die mal machen, wenn die Spaß dran haben. So, ich will nichts herstellen. Also eine Kochmütze herstellen wäre ganz cool gewesen. Naja. Wir müssen auf jeden Fall Küchen finden, suchen. Vielleicht finden wir hier auch schon eine Kochmütze. Mal gucken, ein bisschen Glück. So, zusätzliche Taschis. Nice. So, dann haben wir hier noch den Standard. Wir können das natürlich auch abgedunkelt machen. Dann haben wir hier schon abgedunkelt. Standard. Abgedunkelt. Abgedunkelt, behandelt. Ja, gut. Bleiben wir mal da. Könnt ihr mal aufhören? Das ist ein bisschen nervig. Hier die Tür? Ja. Halt, Moment. Ich muss erst noch vorher Gedöns machen. Hier, Gedöns. Da Gedöns. So. Ja. Okay. Hat es sich wenigstens gelohnt? Kann ich jemanden die Fresse polieren? Hör auf zu nerven! Und du auch! Meine Güte, oh, da nervt schon wieder jemand. Hör es! Was zur Hölle ist das? Von dem halten wir uns mal fern, das sieht ziemlich kaputt aus. Ja, Freunde, und ich würde sagen, was es hier noch zu finden gibt, das erfahren wir in der nächsten Folge. Haut rein, euer Zero, Tschüss.